Glück auf Schalke und herzlich willkommen auf Schalke Insight zu den aktuellen S04 News. Frank Kramer und Schalke 04 ist ja eine Beziehung, die ja immer weniger für Grundvertrauen sorgt und seit dem Leverkusen-Spiel ist ja relativ klar, allzu lange könnte es wohl nicht mehr halten, zumindest wenn es genauso weitergeht wie in den Vorwochen. Denn nach den drei Pleiten in Folge steht ja Frank Kramer vor einem Rauswurf und da waren sich ja schon viele Fans sicher, dass das eben nach dem Leverkusen-Spiel passiert. Aber gegen Hoffenheim bekommt er wohl nochmal eine allerletzte Chance. Und gestern Morgen gab es deswegen noch eine Krisensitzung, bei der Frank Kramer nicht nur mit dem Spielerrat gesprochen hat, sondern eben auch mit dem erweiterten Spielerrat. Und das sind wohl etwa zehn Profis und mit denen hat er eben über die aktuelle gesprochen und auch so ein bisschen darüber diskutiert, was denn besser laufen muss, was man besser machen kann und wie er eben dann auch wiederum sozusagen seinen Job retten kann. Denn natürlich war durch die Aussage des Vereins klar: Gegen Hoffenheim muss nicht nur ein Sieg her, auch die Leistung muss einfach generell deutlich, deutlich besser sein. Und nach Bildinformationen ging es da um einige Themen, unter anderem auch um eine grundsätzliche Umstellung auf Fünferkette. Rein taktisch gesehen haben wir das ja schon gegen Leverkusen in der zweiten Halbzeit gemacht. Ist natürlich ein durchaus interessantes Thema, weil zum einen davon ja viele Schalke-Fans in Liga 2 kein Freund war, zum anderen wir gar nicht mehr so viele Innenverteidiger haben und natürlich auch die Frage ist, was das denn prinzipiell mal ändert. Natürlich hast du... Theoretisch gesehen ein Mann mehr hinten, wenn du es dann natürlich mit Dreierkette spielst, hast, du wieder ein Mann mehr vorne, fordert aber auch, finde ich, nochmal etwas mehr taktisches Verständnis. Und das haben wir ja bislang noch relativ wenig gesehen. Denn grundsätzlich, Umstellen auf Fünferkette ändert ja nichts an deinem prinzipiellen Spielstil. Und unser Spiel ist ja bislang irgendwie mit der ganzen Wucht, die wir vorne haben, einen langen Ball nach vorne kloppen. Das ändert sich ja nicht, ob du jetzt auf Fünferkette setzt oder eben nicht. Außerdem und da bin ich mal gespannt ob das wirklich stimmen würde behauptet die bild zeitung ging es auch um die ablösung von abwehranführer yoshida so auch der genaue wortlaut es gibt dafür durchaus gute Argumente, denn die Bildzeitung -Zeit schreibt nämlich auch, er ist halt viel zu langsam für die Bundesliga. Aber ob jetzt wirklich seine Mitspieler ihn so sehr an Pranger stellen, das glaube ich nicht. Natürlich ist klar, Maya Yoshida wird seiner Rolle als Abwehrchef auf jeden Fall noch nicht würdig, weil er einfach Riesenprobleme hat in der Bundesliga. Ich glaube, das kann man auch wirklich so sagen. Vor allem mit seinem Tempodefizit wird das echt öfters mal sehr, sehr gefährlich. Aber ob man ihn jetzt deswegen komplett rauskegelt aus der Stammelf, entscheidet natürlich nicht die Spieler. Und das wäre schon ein komisches Zeichen und irgendwie auch ein fatales Zeichen, wenn das eben dann auch von den Mitspielern kommen würde. Wir sehen, es ist viel los auf Schalke und ich bin sehr gespannt, ob Frank Kramer so seinen Job gegen Hoffenheim retten kann. Eure Meinung dazu mal gerne in die Kommentare und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und Glück auf, alle Schalker.